Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire and War mit dem Thrawn's Revenge Mode. Wir haben Hunugre Honegger, wie auch immer man es nennen will, in der letzten Woche befreit, erobert, was auch immer. Wir müssen uns The Maw schnappen als nächstes, damit Hunugre dann auch sicher bleibt. Mal schauen, wie voll es da ist bei The Maw. Eine Allegiance, eine Torpedosphäre, das ist nicht viel. Das sollten wir hinkriegen. Validusa scheinen sie auch nicht zu haben, wenn ich das richtig sehe. Das schaffen wir. Ilesa ist jetzt auch Eriado-Autorität, denn Nalhutta wäre dann Neue Republik, eine Capital Shipyard. Das dürfte interessant sein. Und hier Rocco Depot. Lassen wir erstmal Rocco Depot sein. So oder so müssen wir uns jetzt erstmal mit The Maw beschäftigen und dann können wir den Rest machen. Wer weiß, der Rest könnte noch diese Folge kommen. Also zumindest ein kleiner Teil davon, vielleicht auch nicht mehr, vielleicht bleiben wir bei The Maw, vielleicht wird es deutlich schwieriger. Ich weiß es nicht. So oder so. Erstmal jetzt gucken, was hier los ist und dann können wir weiterschauen, wenn wir den starten dürfen. Dankeschön. Und ja, eine Golan 3. Perfekt, wenn wir die vielleicht auch mal ein bisschen austricksen können. Die Capital Shipyard ist natürlich nervig mit den zwei Victory-Sternzerstörern, die die da kriegen. Kam da eine Rakete gerade bei dem an, der abwehren musste? Die der abwehren musste? Die Capital Shipyard zu vernichten wäre natürlich nett. Wie viele Schilder hat der? Der hat 12.000 Schilde, der hat 16.000 Schilde. Damit ist die Torpedosphäre schneller zu besiegen. Der hat auch mehr Hülle. Ja, die Torpedosphäre dürfte das erste sein, was wir besiegen müssen. Oder halt die Victories. Aber wahrscheinlich am ehesten die Torpedosphäre. Deswegen fände ich das schön, wenn die jetzt mal losfliegen und sich aufteilen würden. Komm schon, lasst den Allegiance links liegen, bitte. Ich greife euch jetzt sogar schon an. Da kommt die Torpedosphäre. Das wollte ich sehen. Dankeschön. Da kommt der Allegiance aber auch. hier noch ein Schaf hin? Maybe. Ja, komm, nimm die mal hier. Die Architons dürftest du schaffen. Okay. Aber immerhin sind wir damit im Schatten der Torpedosphäre. Zumindest erstmal. Und wir holen erstmal alle von denen hier und versuchen das Feuer hoffentlich auf den Allegiance zu bündeln. Das wäre so der Plan jetzt erstmal. Angriff. Du fließt. Du darfst versuchen, hier in den Kampf mit einzugreifen. Geh auf die Architons. Komm, du die Architons angreifen. Und ihr geht auf die schweren Quad-Turbolaser. Gucken mal, ob hier irgendwas Interessantes. Gut, der Schaf muss fliehen. Flieh bitte, du auch. Hat er noch seine Engines? Immerhin hat er noch seine Engines. Ist irgendwas anderes Interessantes, einen anderen schönen Blickwinkel, den wir nutzen können? Sieht mir gerade nicht danach aus. Nehmt die schweren Quad-Turbolaser hier. Das sind die wichtigsten Waffen. Und dann nicht, dass die fliehen. Ich glaube es zwar nicht mit der Golan 3, die hier auch ist. Denken die wahrscheinlich, dass die sich hier gut verteidigen können. Und der Schaf, schade, ein Schaf verloren. Gut. Aber momentan sind wir zum Glück so weit, dass uns das nicht mehr so weh tut. Geh du mal hier auf die Fregatte. Und noch ein Schaf. Und noch ein Schaf. Die haben alle noch zumindest ein bisschen Schild. Gut, jetzt greift die Torpedosphäre mit ein. Das ist nicht so nett. Die beiden Schafs dürfen mal da drauf. Der Schaf darf auch seine volle Feuerkraft gegen die Fregatte. Ah, sehr schön. Dann helft mir eben zumindest so ein bisschen hiermit und dann geht ihr auf die Torpedosphäre. Du darfst gleich fliehen, weil so viele Waffensysteme hat er jetzt auch einfach nicht mehr. Das bringt mir auch dann halt nicht so viel, ne? Vernichtet den. Du darfst ebenfalls fliehen. Du darfst fliehen. Du viele Einheiten, die ihre Schilde verloren haben. Helft da bitte an. Zau da ab. Nehmt die Proton-Torpedowerfer hier bitte. Das ist das Wichtigste. Du darfst fliehen. Proton-Torpedowerfer, Proton-Torpedowerfer, Proton-Torpedowerfer.
Holen wir noch mal ein paar Charfs mit rein. Rudolfs fliehen. Und schon jetzt hier den Proton-Torpedowerfer, das muss doch wohl gehen. An den Proton-Torpedowerfer. Danke. Alle volle Feuerkraft hier. Rudolfs fliehen. Dann zieht er jetzt vernichtet sein. Geht auf die Engines bitte. Danke. Und ihr drei hier drauf. Ah, nehmt euch die kleineren, die jetzt hier noch so nerven. Und die Fregatte hier bitte. Danke. Dann dürft ihr hier drauf gehen. Und ich hole ein paar Sidonis und Careers, eher gesagt, als Anti-Jäger. Damit wir hier ein bisschen Anti-Jäger-Kapazitäten haben und unsere größeren Schiffe nicht so von denen beeinflusst werden. Entschuldigt, Huster. Ah, sie fliehen. Perfekt. Damit können wir jetzt hier am Boden starten. Sehr, sehr schön. Boom. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über unseren Spionagehelden hier. Einen Char verloren, aber gut, die haben dafür, was weiß ich nicht, wie viele Tausende an Credits mehr verloren als ich. Ihr mal alle hier rüber. Werden auch Elysia und das Sucha angreifen, deswegen ist dann Kessel und Nogro brauche ich jetzt nicht großartig aufzuwerten weiter. Zwei ATATs, die haben keine Gebäude hier gebaut? Ah, das war eine... Ist das Imperium Schrott? Ich hätte jetzt gesagt, das Imperium hat sich denen angeschlossen, aber nee, hm. Dann weiß ich auch nicht, woran es liegt. Lasst uns die normalen Einheiten hier hinholen und schauen, was passiert hier bei The Maw. Während das Ganze lädt, mache ich einmal ganz kurz Werbung, denn wenn ihr mehr über die Spezies hier erfahren wollt, über die Chiss, die ich hier hauptsächlich spiele, dann gibt es da momentan ein ziemlich cooles Hörbuch, nämlich den ersten Teil der Thrawn-Ascendenz. Gibt es mittlerweile als Audible-Exclusive-Hörbuch komplett auf Deutsch ungekürzt zu hören, was ich mega geil finde, weil Hörbücher auf Deutsch im Star-Wars-Bereich waren in den letzten 10 Jahren quasi so überhaupt nicht vorhanden, weil es nicht gerade so ein Rebels-Hörspiel im Prinzip war. In der Videobeschreibung unten habe ich euch einen Link gepackt, da könnt ihr nämlich einen Probemonat bei Audible starten und könnt das Hörbuch auch komplett kostenlos hören. Je nachdem, wann ihr das Video hier seht, momentan gibt es noch eine Bonusaktion für Amazon Prime-Kunden, dass ihr da mehr als einen Monat kostenlos kriegt und dann auch mehr Hörbücher kostenlos kriegt. Aber das endet jetzt wahrscheinlich schon, bevor ihr das Video seht. Das existiert jetzt noch, während ich das Video aufnehme. Aber wenn ihr das Video dann vielleicht ein paar Monate später seht, so Aktionen gibt es da immer wieder. Deswegen schaut einfach mal rein. Kann ich euch nur empfehlen, ich höre Star Wars Hörbücher auf Englisch seit Jahren im Prinzip. Und das macht eine Menge Spaß und dass es das jetzt auch auf Deutsch gibt, ist extrem cool. Aber gut, damit Werbung enden, lass uns hier mal mehr drauf konzentrieren. Da haben wir unseren ersten AT-AT. Das wird wehtun. Und wir gehen mal hier rüber und hier. Und falls ihr euch fragt, was das hier für Panzer sind, die 1L-Panzer, über unbekannte imperiale Panzer habe ich jetzt letztens auf Star Wars Basis ein eigenes Video gemacht und da mal verschiedene unbekannte Panzer vorgestellt. Unter anderem eben auch diese 1L-Panzer, von denen es auch noch die 1M und die 1H-Version gibt. Warum stehe ich eigentlich hier mit denen rum? Sind auf jeden Fall ziemlich cool, die Hintergrundgeschichte dahinter. Aber du darfst hier auf den AT-AT auch drauf gehen, du darfst auf den auch drauf gehen, lass uns einen Mega-Maser-Tank mitnehmen. Infanterieeinheiten, werden es wohl nicht überstehen. Aber dieser AT-AT hoffentlich halt nun mal auch nicht. Vielleicht fliegt ihr einfach mal kurz darüber. Kann er selbst zerstören? Nein, ne? Okay. Also, er kann sich durch mich selbst zerstören, aber explodiert dann nicht und macht mir keinen Schaden. So, okay, wahrscheinlich schaffen wir es jetzt nicht mal mehr, den Landepunkt einzunehmen, bevor die mich hier vernichtet werden. Ja, The Maw gehört uns, perfekt. Ein Phalanx Trooper verloren, aber gut. Das ist dann so. Zack, die Einheiten da brauchen wir auch nicht unbedingt mehr. Du bist mein Spion und darfst mal nach Elysia gehen.
Das haben die auch erst kürzlich von der Neuen Republik geschnappt. Das heißt, am Boden ist hoffentlich gar nicht mal mehr so viel. Die wollen nach Kashyyyk kommen. Kann die Neue Republik von Bothoe sein, die ihre Kashyyykianer da unterstützen wollen? Oder halt eben die Eriado-Autorität. Und wenn wir uns den schnappen könnten, das wäre schön. Edje Pritik. Aber der ist schon so lange hier unterwegs und wird schon so lange nicht besiegt. Andererseits hat er auch einen Prätor mit in der Flotte, was nervig ist. Nein, da ist auch ein Prätor, nur noch eine noch viel, viel größere Flotte. Lasst uns mal einmal kurz gucken, haben wir hier Charves, immerhin 3 Stück. Machen wir nochmal 2 neue. Ihr kommt mit hier runter. Die Great Emerald hat Von Dark und Bothoe eingenommen. Interessant. Wie viele? Hier haben wir gerade einen, der darf auch nochmal die Flotte hier drüben verstärken oder auch nicht. Die Neue Republik will mich nehmen. Lando haben wir doch besiegt, aber da scheint er dann in der neuen Ära neu dazugekommen zu sein. Ist eine 147er Flotte, das können wir definitiv mit der Flotte schaffen. Mit dem, was wir da haben, können wir das nicht schaffen. Deswegen auto-resolven wir das jetzt und gucken, dass wir mit dieser Flotte einmal hier rüberfliegen. Oh mein Gott, wir haben die Hypervelocity Gun hier. Oh, hätte ich das eher gesehen. Naja. Haben wir hier bei Kessel eigentlich eine Mine? Haben wir noch nicht. Können wir aber machen, sobald wir das Sutra 5 haben. Komm schon, schaff das, bevor Bodeneinheiten kommen, bitte. Ich habe keine Lust, hier eine Bodenschlacht zu schlagen. Wir haben auf jeden Fall wieder mehr Knete. Wie sieht es eigentlich beim Mandalore mal aus mit mandalorianischen Schiffen? Wollen die nicht? Scheinbar nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was ich noch machen kann, um die Influence hier noch zu verstärken. Vielleicht kriege ich es halt auch einfach nicht. Jetzt erstmal Kashyyyk machen. Entschuldigt den Huster und wir gucken, dass wir hier starten. Und mein Stuhl guckt hoffentlich, dass er nicht zusammenbricht und hoffentlich nicht mein Kabel frisst, was er nämlich gerade versucht hat. Trinken wir mal schnell einen Schluck. Und beginnen. So viele kleine Schiffe. Auf die Endurance. Was hat der für ein Command Tier 3? Und Lando hat mit der Lady's Luck gar keine Command Tier. Ja, komm, was wollen wir hier machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus eine Menge Anti-Jägerschiffe einfach mit reinholen. Okay, können wir noch einen rein. Und du gehst auf den mit der Command Tier. Auf Turk? Turk Brand. Engines von Turk nehmen und Turk vernichten. So sieht eine Fraktion aus, die fast nirgendwo mehr eine Capital Shipyard hat. Sehr, sehr verzweifelt. Aber bei einer Hutter haben sie eine Capital Shipyard, deswegen kommt hier wahrscheinlich auch der Endurance mit. Aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass die mir hier in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können. Außer halt vielleicht mit den K-Wings und den E-Wings. Deswegen kommt, wir holen uns hier mal so viele Coronas, wie wir können. Die gehen relativ schnell weg. Den Hajen bitte auch. Ich habe so das Gefühl, Lando wird das überleben. Der wird fliehen. Den Hajen vernichten. Und dann hier die Endurance bitte. Ja, die Hajens holen sich halt leider. Und halt auch die anderen hier. Damit drauf. Auf den Hajen hier. Ist die Endurance damit. Die bricht auseinander. Können wir Lando mit den großen Schiffen fliegen? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich diese mittelgroßen Schiffe, diese ganzen Kronos und so wegkriege. Ja, damit wird Lando. Alle Einheiten auf Lando! Schafft ihr das noch? Nein. Oh, das war aber ganz knapp. Das Problem ist, diese ganzen Kronos hätten meine Anti-Jägerschiffe auseinandergenommen. Das hätte mir nicht viel gebracht. Komm, einmal Hep. Und für eventuelle Bodeneinheiten lassen wir mal ein Schaf zurück. Lass mich doch hier rüber. Construction complete. Dieser Prätor regt mich auf und dass die jetzt hier einen Moffpalast haben. Die haben sonst. Warte mal. Können wir hier. Können die sich reinschleichen? Nein, können die nicht. Schade. Kann der am Boden irgendwas machen? Ich will es einmal probieren. Wenn ich mir jetzt meinen Spion verliere, wäre das richtig mies. Aber wir haben so viel Geld, das ist definitiv machbar. Wenn die keine Einheiten haben und nur den Moff-Palast. Invasion commencing.
Der kann am Boden? Hat er. Oder muss ich jetzt den Raumschlacht schlagen? Nein, Raumschlacht muss ich nicht. Okay. Interessant. Dann lasst uns mal gucken, was wir hier machen können. Mit einem einzigen Helden. Der einsame Held hier, der. Der Off-Brand Han Solo. Han Solo auf Wish bestellt. Oh Gott. Komm schon. Gib mir einen Bacta-Tank. Und zwar. Zack, zack. Bacta-Tank constructing. Dass wir den auf jeden Fall am Leben halten können. Jetzt hätte ich gerne noch mehr Einheiten. Mit dem will ich jetzt hier durch, dass wir noch was einnehmen können. Oh Gott, das bringt mir nichts. Du kannst versuchen, das da dafür zu sorgen, dass sie das nicht einnehmen. Ich brauche aber jetzt hier bitte Infanterieeinheiten. Und hier drüben würde ich wahrscheinlich Kommandos holen. Den setze ich mal auf Steuerung 1. Ach, wenn wir den das nehmen könnten und dann eine halbe Velocity Gun hier bauen, das wäre zu lustig. Das wäre einfach viel zu lustig. Da sehen wir die ersten Gegner. Ist die Frage, Guerilla Field Bases? Wahrscheinlich lieber so eine Support Field Base. Ach, komm schon, Mist. Ich hatte gehofft, hier zu sein, aber der scheint auch nicht wirklich gut da drin zu sein, seine Gegner hier zu besiegen. Ich glaube, der macht keinen Schaden. Der hat überhaupt keine Waffe. Ah, das ist mies. Das Problem ist, jetzt kriegen die das natürlich auch. Ich hätte hier wirklich, wirklich gerne zuerst die gehabt, um dann eine weitere Landezone zu kriegen. Das Problem ist, wenn die jetzt die Landezone kriegen, holen die sich da wahrscheinlich auch nochmal mehr Infanterieeinheiten. Anti-Infanterie auf jeden Fall hier hinholen. Da oben holen wir Anti-Infanterie. So viele Fahrzeuge haben die ja nicht. Und jetzt werden die deutlich, deutlich mehr Infanterieeinheiten kriegen. Das ist aber gut, dass wir jetzt hier einen haben. Anti-Infanterie. Wer seid ihr? Eine lokale Miliz. Interessant. Das Ding ist, der wird sich nicht selber heilen. Nicht so wie machtsensitive Leute hier. Wir nehmen hier mal die Medics. Weil wir haben ja nur Infanterieeinheiten. Anti-Infanterie hier hin. Ja, vielleicht gibt die da. Machen wir vielleicht einen Anti-Fahrzeugturm hin. Vielleicht mal Entdeckung. Du darfst mit hier helfen. Gott, wir kriegen das nicht mal eingenommen. Anti-Infanterieturm hin. Du kommst mal zurück. Und unsere Medics dürfen jetzt immer helfen, da kommen sogar Geonosianer raus. Anti-Fahrzeugturm, um uns zu helfen, hier dieses Milizgebäude zu vernichten. Wo bist du? Du bist hier unten. Okay, dann komm du mal mit. Ist das ein EMP-Schlag? Ja, ist es. Ihr dürft jetzt mal da lang kommen. Und der Anti-Fahrzeugturm darf uns hier mithelfen, bitte. Ihr kommt mal hier rauf gucken, was da los ist. Meine Güte, endlich. Nein, da gibt's auch noch so ein Ding. Angriff hier drauf. Immerhin. Immerhin, auch wenn das jetzt nicht so großartig viel Leben hat. Okay, da unten, das sind Infanterieeinheiten hauptsächlich. Auch wenn es nervige Infanterieeinheiten sind, sind es Infanterieeinheiten, mit denen ich leben kann. Wir haben Anti-Infanterieturm. Anti-Flugturm. Ich habe hier keine Flotte, was soll ich hier? Wir hätten diese Guerillas wahrscheinlich gebraucht. Komm, du musst hier mal so einen EMP-Burst machen, bitte. Schade, dass der keine Einheiten einnehmen kann, wie Chewie. Könnt ihr das da jetzt mal vernichten, bitte? Wie lange braucht ihr, um das zu vernichten? Du musst abhauen. Du hast keine Waffen. Das Ding ist, wir müssen irgendwie deren Mothpalast vernichten. Du darfst mal hier langfahren, mal gucken, ob die hier eine... Dings haben. Ein Bunker. Vielleicht war es eine richtig dumme Idee, das jetzt hier zu machen. Da kann man Infanterie heilen. Ja, die haben einen Bunker.
Problem ist, ich kann Bunker nicht abreißen. Die Gorillas hätte ich gebraucht, um ehrlich zu sein, um zu gucken, dass die halt so Minen werfen können und so. Roger. Du darfst mit hier raufkommen, moving auf jeden out. Fall. Du darfst mit hier raufkommen. Squad, move out. Wir haben einen Mediziner. Ready. Du darfst mit hier raufkommen. Du darfst mit hier rüberkommen. Roger that. Und das bauen wir mal ab und holen den Bacta-Tank hin. Das Problem ist, die gehen nicht wirklich in den Angriff. Ready to move. Sonst würden meine Türme die ja auch so ein bisschen angreifen. Was wir jetzt versuchen können, ist hier Türme zu bauen. Einer von euch hier lang. Ist zum Glück relativ schnell. Komm schon, Antifahrzeugturm. Da können wir die vielleicht hinlocken. Und einer von euch darf hier rein. Anti-Infanterieturm. Du kannst mal einmal gucken, was da drüben ist. Wahrscheinlich ein Sensor Array. Oh mein Gott, wir können Fahrzeuge haben. Wir können Fahrzeuge haben. Was kriegen wir hier raus? Ein ATT? Skiffs, okay, ja gut. Vielleicht ein bisschen zu früh gefreut, aber trotzdem. Skiffs sind trotzdem nicht schlecht. Du kommst mal hier hin und holst dir einen Anti-Infanterieturm. Weil hier wird auch viel Infanterie raus. Hat der denn jetzt eine Waffe? Der hat einen Charik Rifle. Warum? Scheint er irgendwie verwackt zu sein. Oh, ist ja mies. Macht der jetzt hier Schaden? Der macht keinen Schaden. Der macht nix hier. Der ist faul. Aber er kann zumindest Schaden tanken. Ah, wenn wir jetzt hier den Moff-Ballast vernichten, ja, das wäre zu lustig. Was hat der hier für Army Trooper, ey? Wahrscheinlich hätte ich einen Antifahrzeugturm holen sollen. Damit wären wir besser klargekommen. Du hier drauf. Oh mein Gott, machen wir wenig Schaden. Immerhin der Flame Tank kann mit da drauf gehen. Alle einmal bitte hier auf die speziellen Army Trooper. Vernichtet das Ding doch jetzt! Kommt da noch wer raus? Nein. Komm, wir beeilen uns mal eben, holen hier einen Antifahrzeugturm. Der wird mehr Schaden hier machen. Und die sind zu dumm, um das hier abzuwehren, scheinbar. Unglaublich, wir haben Elysia uns geschnappt, ohne dass die hier irgendwie großartig Gegenwehr bringen. Oh, alle hier drauf bitte. Der Antifahrzeugturm darf. Und du, da ist ein Fahrzeug. Dann nehmen wir Richtung EMP-Schuss drauf. Und dann darfst du abhauen. Du greifst die nochmal an, nicht dass da was Blödes passiert. Ihr dürft mitkommen, bitte. Und du lässt dich heilen. Dafür ist der Held einfach viel zu gut, als dass ich es nicht machen könnte. Der Antifahrzeugturm war genau das Richtige für mich. Die Fahrzeuge werden auch alle repariert. Perfekt. Von meinen Medic Squads. Genauso muss das. Einmal schnell. Der Antifahrzeugturm geht ja weiter hier drauf. Einmal schnell das vernichten. Jawoll. Guck mal, die Skiffs hier mit dem Antifahrzeugturm zusammen. Die vernichten den 1M hier noch ordentlich. Huiuiui. Oh mein Gott. Das ist nervig. Du darfst nochmal hier durch. Das ist ein Anti-Infanterieturm. Nein, bewegt euch. Nicht, dass die Explosion euch hier wieder vernichtet. Auf den Anti-Infanterieturm bitte. Schaltet das auch Türme aus? Oh mein Gott, die haben das komplett mit Türmen versehen, aber... Wir hauen einfach ab. Die haben hier keinerlei Einheiten. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal angreifen, ist das einfach unser. Dieser Planet. Wenn ich nicht das jetzt komplett falsch sehe. Aber das müsste eigentlich, dadurch, dass der Moff-Palast jetzt Schrott ist. Ja, der haut jetzt leider wirklich wohin ab, wohin er nicht soll. Oh nein, jetzt sag nicht, ich greife mit den Einheiten schon an. Ach gut, ich habe die erst noch nur geholt. Wieder nach Elysia. Komm wieder nach Kashyyyk. Ich hoffe, das sind jetzt nur Bodeneinheiten, sonst wäre es blöd. Machen wir Base Defense. Das wird was dauern, bis wir Bothawig kriegen. Nein, das darf nicht wahr sein. Aber
Ich will's probieren. Es ist so dumm, dass ich das mache, aber es muss sein. Man muss ja auch mal andere Sachen machen, ne? Komm schon. Das muss Game jetzt Version funktionieren, bitte. commencing. Diesmal hole ich mir aber die Gorillas. Das Problem ist, die haben noch ihre ganzen Türme hier zumindest. Und die können halt unendlich, komm. Beginning construction. Unendlich Infanterieeinheiten spawnen, leider. We secured a Also build Fahrzeugturm. pad. Order acknowledged. We Hier kommt hier secured mit a build lang. Da pad. kommt ein Bacta-Tank Bacta-Tank hin. constructing. Yes, Commander. Construction Müssen hier alles complete. mit, da ist ein Anti-Infanterieturm. Alles mit Anti-Fahrzeugtürmen vollhauen. Squad, warm up, right away. Was kommt denn hier raus? Kriegen wir nicht auch Phalanx-Kommando brauchen wir. Ach, aber cool, das sind Issa und Miri equipped. Das ist bestimmt gegen Machtnutzer nicht schlecht. Da ist der erste AT-AT. Bedeutet für den Kommando hier lang bitte. Anti-Fahrzeug. Ihr kommt hier lang. Schon. Ah, ich kann ja auch EMPs da drauf hauen. Das habe ich ganz vergessen, dass ich das ja auch kann. Das bedeutet für mich. Da ist der. Ja, kommt, ihr müsst mal ein bisschen hier von euren Anti-Infanterietürmen weg, bitte. Wenn die näher kommen, kann ich da ein EMP drauf hauen. Bisher haben sie noch nicht gecheckt, dass sie Infanterie rausholen können. Kommt da jetzt bitte mal der nächste Phalanx-Kommando raus? Right away. Reporting. Natürlich der nächste Rocket Scout. Wer hätte das gedacht? Beim Buildpad holen wir jetzt bitte einen Antifahrzeugturm. Der AT-AT ist da. Perfekt. Du ein Stückchen näher. Der Antifahrzeugturm haut schon drauf. Du packst da bitte deine Dingsbums hin. Du machst einen EMP. Damit kann er nichts mehr machen. Ey, wie cool ist das bitte? Han Solo auf Wish bestellt gegen, wartet. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Gegen AT-AT. Wie dumm das einfach ist. Wie dumm das ist. Dass das so funktioniert. Wir müssen allerdings jetzt natürlich auch gucken, wie viel Schaden das macht. Du haust jetzt bitte ab. Du haust ab. Kommt da nochmal einer? Nein. Natürlich nicht. Du darfst dir helfen. Aber der Antifahrzeugturm haut da ordentlich drauf. Und dann können wir mal schauen, wie viel der, die Bombe da macht. Ja, nicht sonderlich viel, aber auch nicht so wenig. Und der EMP sorgt dafür, dass der quasi jetzt hier vernichtet wird. Roger that. Der nächste darf mit... Ah, da hat er es jetzt gemerkt. Dass er ja auch Infanterie hat. Das wird es schwieriger für uns machen, wenn hier Infanterie mitspielt. Der Kommando natürlich jetzt hier auch Probleme kriegt. Jawoll! Ja, kommt mal ein Stück zurück hier. Du auch. Und die Infanterieturm, dann mal hier rauf. Wahrscheinlich kriegen wir da wieder Skiffs. Da ist jetzt der AT-AT. Perfekt. Das ist nämlich nirgendwo, wo die großartig Dings haben, glaube ich. Jawohl. I copy. Reporting. Gerne beide von euch. Yes, sir. Ihr beiden. Granate drauf. Yes, Commander. On the move. Ups, nein. Granate drauf und du machst deinen EMP hier. Ready. Yes. Du bitte auch. Hier hole ich noch einen Antifahrzeugturm. Warum hat der seinen nicht geworfen? Kann da immer nur ein Dings drauf? Zur gleichen Zeit. Antifahrzeugturm. Du haust bitte deinen Thermaldetonator auch dahin. Kann der scheinbar nicht. Kannst du es jetzt? Jetzt kann er's. Infanterieturm. Ah, jetzt wird's problematisch hier. Setzt euch mal in Deckung.
Ihr müsst euch die hier schnappen, die Infanterieeinheiten, aber. Nicht auf die Infanterie gehen. Du haust auf jeden Fall ab. Ein AT-AT haben wir ja gekriegt, ne? Ihr beiden müsst hier bitte auch die vernichten. Das sind mir zu viele Infanterieeinheiten schon. Was haben wir hier? Hä? Die Fabrik ist jetzt zerstört, ohne dass wir da was rausgekriegt haben? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber gut, der AT-AT ist dumm genug, in meine Dings zu laufen. In meinen Antifahrzeugturm. Perfekt. Und hier drauf schießen und wir haben gewonnen. Elysia gehört uns! Dieser Planet gehört einfach mal uns. Die Heavy Frigate Shipyard ist jetzt vernichtet. Wisst ihr, wie viel einfacher das wird, das hier zu gewinnen? Klacken jetzt hier ihre nochmal Bodeneinheiten hinholen ohne Probleme. Aber das, oh mein Gott, das ist schön. Aber mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.